Oh, da ist ein Riesenzombie. Oh, mit Bogen. Hilfe. Oh. Houston. 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 Nein. Ah, ich brenne. Hilfe. Ah. Hallo Minecraft. Hallo Mavia. Hallo Minecraft. Hallo Verona. Hallöchen. Jo. Ich höre schon wieder eine Spinne. Jo. Ich auch. Willst du oder ich? Machen wir gemeinsam. Was, sie will mich. Nein. Warum komme ich nicht raus? Keine Angst, ich... Oh, jetzt ist unten. Na, gemeinsam sind wir stark. Genau. Jo, du hast hier noch ein bisschen Erde angebaut, sehe ich gerade. Ja, ich habe nach der letzten Aufnahme noch ein bisschen langweiliges Grinding gemacht. Oh. Einmal mit ein oder zwei Stacks Bone Meal, ein paar Baumsaplings angepflanzt. Oh. Das sind die unteren, genau. Wo hast du die angepflanzt? Einfach mit Bone Meal hier auf dem Gras, so wie du es auch gemacht hattest in einer Folge. Einfach ein bisschen Bone Meal in das Gras und dann kommen gelegentlich Saplings bei raus. Wie gesagt, stinkt langweilig, einfach nur klicken und abbauen, klicken, anbauen, fertig. Und dann, weil ich ja eigentlich Soja haben wollte, habe ich mir noch eine Mattock gemacht und einfach hier das Gras mit der Mattock ein bisschen bearbeitet. Oh ja. Und da kommen gelegentlich Samen bei raus. Und da ich eine Gießkanne habe, ist es auch kein Problem, das Gras wieder nachwachsen zu lassen. Und so kann man dann auch relativ schnell an die ganzen Samen kommen. Die sind in der oberen Kiste. Und da ist eine Sojabohne dabei. Oh yeah. Das heißt, wir haben jetzt Zugriff auf Soja. Ja, da ist einiges dabei. Wie gesagt, es waren insgesamt 20 Minuten nur Gras bearbeiten. Okay. Ich fände es eigentlich recht sinnvoll, wenn wir heute mal unseren Spinnenschutz fertig machen. Auch wenn du vor der Aufnahme noch was anderes gesagt hattest. Das glaube ich. Einfach aus dem Grund, dass wir dann auch tagsüber draußen sein können. Nachts draußen sein können. Das sollte kein Problem sein, beides zu machen. Ich nehme mal hier gerade einiges an Slabs. Aber ich brauche, glaube ich, schon wieder was zu trinken. Ja. Ressourcen haben wir auch erstmal genug. Die zweimal 9 Stacks an Dust, die du reingemacht hattest, sind durch. Ja, das ist schön. Ich hatte ja auch rausgefunden, weshalb ich immer so an Durst leide, wenn ich da reingucke. Ah ja, stimmt. Dass ich ja von der falschen Seite reingeguckt habe. Wenn man da von oben reinguckt, dann gibt es da keinen großen Durst. So, Quatsch, nicht wegwerfen. Okay. Ich mache jetzt gerade mal noch ein bisschen Apfelsaft. Ich leide gleich schon wieder an Hunger. Du leidest nur. Ich leide immer. Okay. Meine Schaufel ist ganz. Ui, da. Komm. Ah, irgendwie sind die Monster hier ein bisschen lame. Sind alle schon draußen und sind schon halber kaputt, wenn wir da ankommen. Beschwer dich doch. Ja, tue ich ja. Ich habe hier ein bisschen. Ist langsam hier. Können wir die Lava mal irgendwo anders hin machen? Ja, klar. So.
So. Aber ich habe schon wieder Hunger. Apfelsaft. Hier außen mal die Mauern ein bisschen weiter ums Raumschiff rum. Mhm. Gibst du mir mal kurz deine Mettok, bitte? Yep. Meine ist nämlich dummerweise kaputt gegangen. Na. Die war danach nicht mehr reparabel, warum immer? Die war einfach weg. Ah, okay. Ich dachte, die wird auch, kann man dann auch reparieren. Ja, im Normalfall gehen Tinkers Sachen einfach mit einem Plön kaputt. Dann kann man sie reparieren, aber die Mettok, als die Durability down war, hat sich in Luft aufgelöst bei mir. Okay. Bisschen war seltsam. Eben. Das hat mich auch gewundert. Ach, ich liebe die Wasserkanne. So, ich hau mal hier den Sand noch ein bisschen weiter weg, damit wir eine größere Fläche kriegen. Na, komm schon. Da ist meine Axt. Dann haben wir die Sojabohnen verdoppelt. Yeah. Sehr schön. Und ich brauche noch ein bisschen Cobblestone. Das sollte das geringste Problem sein. Aber hier windet es gerade voll. Vorhin bin ich gerade auf dem Weg nach Hause gewesen. Mhm. Super schönes Wetter. Und da war ich auf halbem Wege. Und da fängt es plötzlich an zu regnen. Ja, toll. Erstmal rechts ranfahren müssen, damit ich mein Dach zumache vom Cabrio. Haha. Ey, ich dachte, okay, es reicht noch. Und dann war ich wirklich, war halber Wege bis nach Hause. Und dann hat es plötzlich angefangen. Ja, bei mir hat es heute schon zweimal geregnet. Okay, es wird schon wieder dunkel. Sollte langsam. Oh, hoffentlich reicht's ja noch. Ich weiß gerade gar nicht, ob. Ich glaube, wir haben gerade kein geschlossenes Tor. Nein. Versetz mal die Türe. Wohin? Ah, dahin. Okay. Und, an der anderen Seite muss man auch noch mal zumachen. An der anderen Seite? Wo? Welche? Moment. Ja, genau da. Ich habe aber nichts zum hier reinsetzen. Das warte, komm. Ich setze einfach das hin. Ah, clever. Lass mich rein. Okay. Gut. Oh, da ist schon ein Zombie. Bei uns? Was? Kommt der denn hierher? Geh weg. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt herkam. Wir müssen hier noch beleuchten. Ja. Bau da nicht zu viel ab. Guck mal, ob da geschlossener Raum ist. Hier steht ein Skelett. Achtung, geh weg. Hier ist auf jeden Fall dunkel. Ich mach zu. Geh weg. So. Dann gehen wir doch einfach mal kurz schlafen. Okay. Wobei ich schon wieder... also irgendwas mache ich mit dem Essen falsch.
Ich bin wieder hungrig. Ja. Naja, ich lieg schon mal im Bett und schratz mal eine Runde. Dem schließe ich mich mal an. Ja, schöner Dustblock in der Hand. Ja. Brauch immer was zum Kuscheln. So, moin moin. Moin moin. So. Auf jetzt. Jetzt brauche ich was zu essen. Ich habe da einen Varuna im Gesicht. Essen, essen, essen. Brust habe ich, glaube ich, noch nicht so viel gegessen. Ja, gibt mir 100%. Ich höre schon wieder Spinne. Achtung, Zombie. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich weg aus meinem Feld. War noch ein infizierter Zombie. Oh, da ist ein Riesenzombie. Oh, mit Bogen. Hilfe. Oh! Verdammt. Was tust du? Ja, bleib weg, der verbrennt. Hoffe ich doch mal. Was tust du? Ich hau die Monster hier. Muss doch hier meinen Wall weiterbauen. Brauchst du Hilfe? Du könntest den Dust mal abbauen gegenüber von unserem Eingang. Okay. Der kann weg. Juhu. Meine Axt hat Level up. Yay. Ah, da habe ich schon Spinnenschutz angebracht. Das ist gut. Da zischt's nämlich. Lederzombie. Geschiff. Okay, ich brauche noch. Muss da hinten noch weitermachen. Brauche ich, glaube ich, noch mal ein bisschen Cobblestone. Bedien dich. Dann gucken wir mal, ob wir den Creeper da hauen können. Oh, ich habe hier irgendwie habe ich Lags gerade, obwohl meine FPS eigentlich recht gut sind. Bei mir läuft alles einfach. Jo, lagfrei. Hinter der Türe ist eine Spinne. Okay, tot. Hast du wieder was kaputt gemacht? Ja. Auf deinen Befehl hin. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das hier hinten bauen, wo eigentlich das Cockpit vom Raumschiff war. Da, da, da. Kling, Update. Zweiter Level Haste auf der Schaufel, sehr schön. Ja, das ist gut. Ich habe es jetzt nur Haste immer bekommen. Das finde ich praktisch. Oh, und hier fehlt noch Cobblestone. Ja. Ich bin gerade auf der anderen Seite. Da wo eigentlich das Perophium oben austritt. Na, ich bräuchte einen Eimer. Dann könnte ich's. Habe ich einen. Könnte ich's wegmachen. Bleib stehen, stehen, bleib stehen. Bitte schön. Danke. So, ich guck mal, ob ich es gleich finde. Ich glaube, es war hier. Sei aber vorsichtig. Es kann sein, dass du, solange du das im Inventar hast, Schaden bekommst.
Das sieht gefährlich aus. Ich hab's. So, wo tue ich das jetzt hin? In die Kiste? Ich tue es in die Kiste mit dem Laub. Ja. Wobei jetzt natürlich erstmal unsere Wasserversorgung hier nicht mehr so funktioniert, sobald das abgeflossen ist. Aber ja, aber da können wir ja dann mit Lava, nehmen. Ja. Das müssen wir eh umbauen. Ich finde es halt etwas sicherer, wenn das Pyrophium nicht mehr da ist. Dem kann ich mich nur anschließen. So. Machst du Fackeln oder was machst du gerade? Ich mache gerade so, ja. Ah, Fackeln wären gut, dass wir hier das Gelände ausleuchten. Das ist aber oh, da steht noch ein Creeper. Na, der überlegt sich gerade. Oh. Der kommt, durch die Legs kommt er immer ganz schnell auf mich zugerannt und dann denke ich, oh oh. Und dann geht er aber trotzdem down. Irgendwo ist eine Spinne. Ah ja, da. Monsterspinne. Nein. Uiuiuiui. Hier geht ja richtig die Action. Ja. Endlich mal. Werden bestimmt manche Zuschauer sagen. Oh, ich brauche schon wieder was zu essen. Ach, du auch? Ja. Aber ich habe es gleich einmal ringsrum geschafft. Jetzt genehmige ich mir auch mal einen Apfelsaft. Die Zeit, dass wir Soja haben. Ich bringe auch gleichzeitig noch einiges an Dust mit, durch die Ausgrabungen, die ich hier mache, damit ich die Mauer auf ein Level ziehen kann. Das ist gut. Oh, ja. Tong. Schaufel kaputt. Haha. Ich hier mal den Dust innen weg. Ja. Da sollten wir vielleicht dann auch noch mal eine Türe hinpflanzen. Jo. Dürfen auch nicht vergessen, die die Mauer oben zu beleuchten. Stimmt, weil wir hier zwei Blöcke eigentlich haben. Ja. Die ist ja zwei Blöcke breit. Wobei wir da dann auch noch einen Wehrgang oben drauf machen könnten. Können wir alles, aber Eile mit Weile. Zuerst haben wir Wichtigeres zu tun. Na, viel schneller geht's bei mir gerade nicht, weil ich sterbe gleich schon wieder des Hungers. Das wäre ungünstig. So viel unausgeleuchtete Fläche. Ah, ich habe noch ein... ein Apfel. Oh, ich könnte... nee, da komme ich nicht mehr hin. Ich guck mal, was hier in der Kiste ist. Futter mal einfach irgendwas. Grapes. Grapes sind okay. Habe ich noch nicht viel gefuttert. Kann ich auch noch viel vertragen. Gemeinschaftliches Futtern. Naja, gemeinsam schmeckt es besser.
brauche mehr Fackeln. Okay. Gut, da kommt noch einer hin. Und dann mache ich mal außen mit dem Spinnenschutz weiter. Ja, Zuschauer, da war doch noch was. Ich habe ja vorgestern eine Ankündigung gemacht, dass ich ein neues Projekt starten will, bei dem gerne Zuschauer willkommen sind, die da mitspielen können. Ist ja wieder dunkel. Und dann hat mich Mavia angemaunzt oder mich ermahnt, dass es ja voll doof ist, weil ich ja das neue Projekt auf samstags gesetzt habe. Und samstags eigentlich hier Crash Landings Tag war. Und jetzt habe ich mir eine Lösung überlegt. Oh, verdammt, ich komme nicht mehr rein. Oh oh. Und die Sonne geht unter. Also die Lösung ist, ich renne mal schnell zurück, dass in Zukunft die PvP-Folgen nicht mehr regelmäßig kommen werden, sondern ja, dann, wenn ich Lust und Zeit habe. Aber es wird eher nach Lust gehen. Ja, zum einen, weil es nicht ganz so erfolgreich läuft. Oh. Ja. Und zum anderen einfach ja, so zur Abwechslung dann mal für die Zuschauer. Und dafür wird eben montags jetzt auch zukünftig Crash Landings kommen. Woohoo! Jo, jo, jo. Und damit hat sich ja dann... Jetzt habe ich die Mavia von mir. damit hat sich ja dann die Problematik, dass weniger Crash Landings kommt, erledigt. Ich hoffe mal, Mavia ist damit zufrieden. Eindeutig. So. Ich guck grad mal. Bleib mir bloß am Leben. Wo kam jetzt der Bogenschütze her? Irgendwo hat mich ein Bogenschütze abgeschossen, aber ich weiß nicht, wo der war. Oh. Ich muss meine Schaufel noch reparieren. Hunger habe ich auch schon wieder. Dir kann man es auch nicht recht machen hier. Nee. Kann ich die auch mit ganzen Knochen reparieren? Ja, aber die sind etwas teurer. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob damit das Dreifache reparierst oder aus einem Knochen ja drei Knochen mehr bekommst. Nee, ich glaube, andersrum ist einfacher. Also ich habe jetzt 4 Knochen gebraucht, um eine Schaufel zu reparieren. Oh, nee, lass das. Vier Bone Meal. 4 Bone Meal, nicht Knochen. Ah, okay. Das kommt hin, ja. Ich mache hier mal noch ein bisschen Saft. Orangensaft. Starfruit-Saft gibt es, glaube ich, auch. Sobald wir hier alles ausgeleuchtet haben, kann ich mich nochmal um die Soja kümmern. Dann kriegen wir auch was zu essen. Ja, aber dann ist auch schon wieder Schicht im Schacht für heute. Oh. Ja. Juhu, noch einmal Haste. Ich mache gerade noch ein bisschen... Ein bisschen Suppen und Zeug. Wie ging das nochmal? Applesauce. Was hast denn du da? Garden Soup. Wie geht die denn? Mit Seegras, glaube ich. Und das aber. Mit Seegras, okay. Ja, mit Kelp. Das wächst gelegentlich mal, wenn man Gras Bone mealt. Es riecht zwar so ein bisschen nach Fisch, ein bisschen eklig, aber den Hunger stillt's. Der Hunger treibt's rein, sag ich mal. Oh, ich esse mal ein bisschen Zombie-Jerky. Fast alles ausgeleuchtet. Es fehlt nur noch
einen Teil hier oben, habe ich keine Fackel mehr. Ansonsten ist alles. Ich habe noch zwei im Inventar. Aber hier hinten haben wir auch noch eine Fläche, die wir auch ausleuchten müssen. Die dürfen wir nicht vergessen. Welche? Die hier. Ah ja. Tu dir keinen Zwang an. Ich kümmere mich jetzt endlich mal um den Soja. Ich habe nämlich Hunger. Es wird knapp. So. Was kommt noch da rein? Oh ja, da haben wir ja richtig viel Zeug. Könnten wir eigentlich mal einen Hopper mit ein paar Hühnern drauf machen. Die Hühner? Na, Hühnchen ist auch immer lecker. Ja. Ich guck grad mal, haben wir Holz? Oh ja. Ja. Dann mache ich nämlich mal... Ich muss was essen. Mach ich doch mal das hier. Oh, ich habe 42 Zäune gemacht. So viel wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist ein bisschen viel. Orangensaft. Gucken wir mal, ob wir da ein Hühnchen rauskriegen. Gab kein Hühnchen aus 9 Eiern. Es kann sein, dass das hier deaktiviert ist. Man kriegt Hühnchen raus, das weiß ich, weil ich habe ja schon mal einen Singleplayer gespielt. Ja. So. Ah, zum Glück draußen das Zombie-Teil. Ich sammle hier gerade mal noch das Essen ein bisschen ab. Ich bekomme hier fleißig Soja. Gut. Aber das soll es dann auch gewesen sein, maybe. Oh. Ja, nicht so viel hier. Du würdest, glaube ich, hier 24/7 zocken, wenn du könntest. Oder dürftest. Hm. Ich will doch nur überleben. Ja. So, gut. Vielleicht sollten wir als nächstes mal ein Häuschen bauen mit nur Essen. Sicher. Pfefferkuchenhaus. Hm. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Ciao.